Und damit herzlich willkommen zurück zur Z bis A Challenge. Meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Und oh mein Gott, wir haben Sieb Aufhilfe. Das ist jetzt halt leider Worst Case. What am I gonna do? Das ist ja schrecklich. Also, ich kann schon Swarms und Nukes und sowas spielen, aber das ist dann schon eher so ein Late-Game-Ding, oder? Ich glaube, ich gehe hier einfach nur auf Cannons und werde dann late halt Swarms rauspushen müssen. Also, das ist ja... es ist gar nicht geil. Es ist gar nicht geil, was soll ich sagen? Och nee. Mann, ey. Ich werde so safe auf Shockenau zurückfallen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Oh Mann. Wer die ZBSA-Challenge noch nicht verfolgt hat, es geht hier darum, im Ranked jeden Commander einmal gespielt zu haben. Um dann quasi. Also, nochmal von vorne, mein Gehirn ist noch nicht so ganz da. Es geht darum, jeden Commander im Rank zu spielen und zu gewinnen. Wenn ich gewinne, kommt der nächste Commander, nach alphabetischer Reihenfolge logischerweise, nur rückwärts diesmal, weil ich das schon mal gemacht habe letztes Jahr. Und wenn ich verliere, dann muss ich einen Commander zurück. Wir verschärfen das Ganze dieses Jahr. Ja, mein Gegner hat Bock. Wie viel hat die da? 95, ne? Ich glaube, das würde fast reichen. Ich baue das immer ein Stückchen zu hoch. Aber ich werde da jetzt meine Cannon reinsetzen, I guess. Und hier werde ich Verteidigung bauen müssen, dass er mich nicht wegsehen kann. So, Ping ist so semi-geil. Aber was willst du tun? Na, wie gesagt, das Problem mit den Spielen ist halt leider weiterhin gegeben. So. Na. Sieb, Digga. Mann, warum denn auf Hilfort? Das hätte wirklich nicht sein müssen. Also so seriously nicht. Das ist halt anders belastend, wirklich. Ich kann mit dem Commander auf der Map und wirklich nicht viel anfangen. Ich glaube, ich gehe hier sogar für ein... Naja, das 20er hat da keinen guten Winkel. Kennen jetzt auch nicht den besten, aber der ist okay. Ah, ich weiß auch nicht, Boys. Ich weiß doch auch nicht. Vor allem laufe ich hier auf wirklich wenig Windturbinen, weil ich halt gleich Swarms gehen will. Ich weiß nicht, was das für eine Strat ist, aber ich versuche halt Sieb irgendwie auf dieser Map zu spielen. Und die Strategie von Sieb ist halt leider einfach... Nukes und Stuff. Ich weiß echt nicht, wie ich das hier Worth machen soll. Weil der Gegner kann halt so viel Anti-S-Bam, wisst ihr? Das ist halt leider einfach toxic für mich. Aber ich werde jetzt Ressourcen volllaufen lassen und dann gleich für Swarms gehen, I guess. Und dann werde ich da on top. 20er adden, glaube ich. Na, so eine schöne 20er. Das ist zu hoch. Aber ich glaube, erstmal eine Kreissäge, actually. Komm, bau fertig. Geil. Und jetzt chillen wir, was die Ressourcen angeht. Der Gegner baut viel Defense, aber hat noch nichts wirklich an Defense vor seinen Waffen. Neues, neues. Gleich, wenn wir vollgelaufen sind, spammen wir zwei Swarm Launcher rein. Da kommt Schild, okay. Er verteidigt sich wirklich gut gegen das Cannon-Timing. Muss ich ihm lassen. So, jetzt verkaufen wir den Lachs. Für Upgrade Center, weil einen Nuke müssen wir ja irgendwie hervorbringen. Oh, da kommt aber eine Menge Holz, du. Gucken wir mal, ob wir Kreissäge und Cannon hier Worth machen können. Leider nicht. Mit Sniper ja, so leider nicht. Naja, gut. Baut jetzt ganz viele Sandsäcke.
Da sind wir leider nicht durchgekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich glaube, er hat jetzt aber zwei Cannons fertig. Was halt nicht geil für mich ist. Weil er halt Architekt ist, ne? Ja, der kleine Schwitzer da drüben ist Architekt. Damit würde er mich fast schon killen können. Gehe ich mal stark von aus. Wir haben jetzt natürlich zwei... zwei Swarms hier ready. Aber nicht genug Energy Production. Die werden wir halt auch mit zwei Kanonen nicht... Also die werden wir nicht gegen zwei Kanonen verteidigt bekommen. Das kostet so viel an Ressourcen, hier zwei Schilder reinzubuttern. Aber was soll ich tun, ne? Eine Batterie brauche ich. Hehe. Gut, dann reparieren wir noch nicht. Ich brauche erst ein bisschen mehr Energy. Na komm. Komm, lass mich schießen, bitte. Ja, er hat halt so viel mehr Ressourcen. Wir werden das Game hier langfristig nicht gewinnen können, fürchte ich. Was gar nicht geil ist. Wenn er Glück hat, kriegt er sogar einen Dropshot hier auf den Kern hin. So. Ist halt gar nicht gut für uns. Wir brauchen wirklich das Upgrade Center. Oder ein Doorslam auf eine Cannon. Aber auch der wird schwierig. Das war es leider nicht. Der war viel zu hoch. Ja. Wir sind jetzt hier an die Wand gespielt, ne? Wir haben es versucht mit Sieb auf der Map, aber es geht halt einfach nicht, weil ich habe jetzt 4 Minen und er hat 6. So, er hat 2 mehr. Ich werde mir jetzt hier versuchen, das Upgrade Center zu holen. So eine Lucky Nuke, die da reinknallt, ist natürlich ein Point, aber jetzt wird es halt ein Ressourcen-Battle werden. So, er knallt hier mir einen Schuss nach dem anderen rein. Ich bin quasi handlungsunfähig. Ich kann immer mal zurückschießen und ein bisschen wenigstens ihn beschäftigen, aber so wirklich richtig werde ich ihn hier nicht tot kriegen. Ja. Schauen wir mal. Ich versuche es natürlich weiterhin. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Na? Energieproduktion ist hier heilig. Daher noch ein Schild da rein. Hier noch eine Windturbine. Darüber brauche ich einen Sniper. Ja, das sind die Windturbinen. Na, ich werde es nicht verteidigt bekommen. Ich kann ihm natürlich auch noch 3 Windturbinen nehmen dafür. So ist jetzt nicht. Wenn er die so dämlich dahin platziert, nehme ich das. Aber ab jetzt wird es schwierig für mich werden, das alles ressourcentechnisch hier zu verteidigen. Vor allem, auch wenn ich keinen Strom habe, wird es schwierig. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar aus, weil ich es nicht verlieren will. Weil, solange ich da noch nicht mehr stehen habe, hier kurz rein repariert, alle Ressourcen weg. Ich bin jetzt broke. Ich bin offiziell broke. Was zur Hölle war das? Junge, ping. Kickt anders rein gerade. So. Tja, da habe ich halt ein Schild platziert und das ist auch noch offen. Und er verschwendet gerade gut Ressourcen damit gerade. Das war jetzt ein bisschen belastend. Was soll ich sagen? So. Ja. Was soll ich sagen? Mein Fort ist ein einziger Krüppelhaufen. Oh boy. Naja, das ist ja jetzt basically GG. Das ist jetzt basically GG mit schweren Mörsern. Also das wird mich jetzt fast killen. Ach, es ist... Ach Mann, warum denn? Warum denn Hilfort mit Sieb? Ach, Gott. Belastend. Lol, Junge. Er ist halt auch noch toxic, Junge. Er ist halt auch noch toxic AF.
Lol. Ach man, bitte Leute, seid nicht so im Rank. Bitte, habt doch Manieren. Auch wenn es anonym ist, aber brauche ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Das ist ein ganz anderes Thema. Diese Anonymität im Internet, die manchen kleinen Kekkomaten da draußen das Gefühl verleiht, sie können alles tun und es hätte keine Konsequenzen. Ich meine, hat es auch nicht, aber seid nicht so. Seid nicht so, Leute. Wenn ihr eins heute aus diesem Video mitnimmt, bis auf dass ihr Sieb nicht auf Hillfort spielen solltet, falls ihr die Möglichkeit habt, vorher den Commander zu wählen, wenn ihr die Map wisst, dann seid nett zueinander. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Noah war, aber ich möchte jetzt hier auch niemanden beschuldigen. So Base-Build und so ist sehr, sehr clean von ihm. Er spielt Architekt. Der kleine Schwitzer. Lol. Ja, es triggert mich auch nochmal. Und es sollte mich nicht triggern, aber seid doch einfach nett zueinander, weiß nicht. Also ich bin halt so ein Gutmensch und solche Nicht-Gutmenschen triggern mich. Was soll ich dazu sagen? Es sieht sehr, sehr clean aus und die Verbindung war auch nicht so gut, als dass es halt jemand wie Noah sein könnte. Ja, es könnte auch Hellraci sein, actually. Der hat auch sehr gutes Base-Build. Die Pro-Szene ist ja doch sehr klein, als dass man sich kennt. Es kann natürlich auch irgendjemand anderes sein. Keine Ahnung, wer es war. Aber er hat gut gespielt. Ne? Die Mörser, ich habe sie absolut nicht kommen sehen, witzigerweise. Wie hat er die denn da gebaut? Da unten. Ja, hätten auch Gunner sein können. Die waren natürlich komplett versteckt. Ich hätte sie nicht mal sehen können. Nicht mal, wenn ich rübergeguckt hätte. Die Upgrades habe ich nicht gehört, actually. Die sind an mir vorbeigegangen. Aber sehr, sehr guter Call von ihm, dafür schwere Mörser zu gehen, weil die haben echt brutalen Schaden gemacht. Ich glaube, er hat das nicht verkauft, ne? Nee, Werkstatt hat er die ganze Zeit behalten. Ist ein nicer Call. Geht hier Double Cannon und dann für Mörser. Weil du, wenn der Gegner kein Howie spielt, holst du dir ja auch nicht zwingend Gunner so. Er hat sich jetzt natürlich Gunner geholt gegen die Swarms. Aber ja, das hier war natürlich Genius, die Kreissäge. Das war einfach Stonks, das Schild da auszumachen an der Stelle. Gut, wär die Kreissäge gegen das also wäre das Schild angewiesen, dann wäre die Kreissäge da auch. Das war schade, der Schuss hier. Dass der einfach über. Warte mal, ist der über die Kreissäge und unter die Windturbinen geflogen? Schieß! Das ist ja ein Skandal. Der ist einfach. Also. Na, reden wir nicht drüber. Der ist eigentlich durch dieses Holz durchgeflogen, aber scheint mal die hinten. Also. Eine Sekunde. Set mit Unterstrich? Nee. Projectile Wireframes 1. Also, gucken wir uns nochmal an. Ist der Schuss schon durch? Ja, sieht so aus. Hupala, falscher Knopf. So. Da kommt die Kreissäge. Nicht wundern, wie weird das gerade aussieht. Da kommt der Schuss. So. Warte, wir müssen noch eine Pause machen. Wir müssen dich wieder anmachen. So. Also. Noch ein Stückchen langsamer. Mach mal hier auf 1,64. Das ist mir immer noch zu schnell. Ah, das ist ja nicht die Hitbox des Kanonenschusses. Das kann ja nicht sein. Das wäre eine ganz schön krasse Hitbox, Alter. Ist das hier die Hitbox? Ist das hier die Hitbox? Nice Bracing. Ich glaube, dieser Strich hier zeigt mir die Hitbox an. Und dieser grüne Strich hier wird die Hitbox des Bracings sein. Es ist actually nur ein Strich, so wie es aussieht. Not completely sure, though. Witzig, dass das hier nicht angezeigt wird, sondern nur das Äußerste quasi. Gibt es noch einen Befehl, den ich machen kann? Nee. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass es sich hierbei um die Hitbox der Kanone, des Kanonenschusses handelt. Der würde dann ja hier so unter dem grünen Strich der Hitbox des Holzes verlaufen. Und die Kreissäge hat actually eine kleinere Hitbox, als ihr Model ist. Das ist auch sehr interessant, denn zum Beispiel Gunner
haben eine riesige Hitbox. Wahrscheinlich auch, um sie zu balancen. Wäre sie kleiner, dann wäre das echt problematisch. Gerade auch was, okay, ich drücke gar nichts, aber es sieht cool aus. Warum kann ich da nicht ziehen? Das Spiel macht mich auch verrückt. Weirder Modus entdecke ich gerade da. Aber ja, ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail geraten. Steuerung Shift D lässt euch übrigens diese ganzen Salat hier anzeigen und mit dem Befehl, den ich eben eingegeben habe, den man jetzt leider nicht mehr sieht, der da heißt Backslash Set Leerzeichen Project Tile Unterstrich Wireframes Leerzeichen 1, könnt ihr euch die Hitboxen des Sniper-Geschosses und sowas angucken. Und ja, ich denke mal, das hier wird Sniper sein. Und das hier kennen. Und wenn das da ein bisschen weiter fliegt, dann wird es auch hervorkommen, der Schuss. Da. Ne? Also das hier ist die Hitbox des Geräts. Ich gehe nochmal ein Stückchen zurück, weil ich es jetzt erst identifiziert habe als solches. Und gucke mir an, wie das da reinslidet in die DMs von unserem Gegenüber. Ich muss so Play drücken. Na, schieß, Salzi. Los, los, los. Do it. Da kommt der Schuss. Ja, schon krass, wie lost man auf Hilford einfach ist, wenn man nicht massive DPS geht, weil du hast keine Chance. Und mit 4 Minen sowieso nicht. So. So, jetzt wieder ein bisschen langsamer. Zack. Pause, Pause, Pause. Steuerung Shift D. Und wieder Play. Also, da kommt das Geschoss. Das hier ist die Hitbox. Noch ein weiteres Schießen, bitte. Das finde ich schon ein bisschen frech. Na, das finde ich, also grafisch ist das schon ein bisschen frech. Dass der hier nicht darauf trifft. Na gut. Ja, was willst du tun? Ne? Es war halt ein Millimeter zu tief, sonst hätte ich hier 3 Windturbinen abgeräumt. Nicht, dass das irgendwas am Outcome geändert wäre, es ist mir nur gerade aufgefallen und ich fand es ganz cool. Ich hoffe, ihr auch mal so einen Einblick in die Mechanics von Forts und Hitboxen und Stuff zu bekommen. Vielleicht habe ich auch die ganze Zeit Scheiße gelabert, dann wird Aska mich in den Kommentaren korrigieren. ja. Ist schönes Fort, schön gespielt. Sieb auf Hilford leider lost. Und damit sind wir zurück bei Schockenau. In diesem Sinne, Leute. Haut rein!